Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall im Bärenterritorium. Wir sind im wilden Osten Skandinaviens. Die finnische Taiga ist Heimat von Elchen, Rentieren, Wölfen, Vielfraßen und Braunbären. Sie scheint sich unendlich zu erstrecken. Wald, so weit das Auge reicht. Die Grenze zu Russland ist nur etwas mehr als einen Kilometer hinter dem See. Auf dem Gelände des Wild Brown Bear Center wollen wir Braunbären beobachten. Bevor es richtig losgeht, bekommen wir eine Einweisung. Und dann geht unsere Gruppe zum Beobachtungshaus. Das Haus ist groß. Wir sehen uns die Möglichkeiten an. Zwar hat man vom ersten Stock aus eine bessere Übersicht, doch wir entscheiden uns für das Erdgeschoss. Hier sind wir mehr auf Augenhöhe mit den Bären. Nachdem wir die Kameras aufgebaut haben, heißt es jetzt warten. Wie lang? Keine Ahnung. Es ist ja kein Zoo. Wir haben nämlich so einen Snack-Rucksack bekommen. Und diese Thermoskanne war unten drin. Was ist das? Sieht irgendwie nach Löffel aus. Milch für den Kaffee. Da gibt es noch irgendwelche Joghurt. Joghurt. Das Frauchen muss sofort ein Nest bauen hier. Bist noch keine 10 Minuten hier drin. Schon wird ein Nest gebaut. Du könntest mal sehen gleich, wie eine Bärenattacke aussieht. Alles raus am besten. Bevor die Bären. Oh, Stulle. Da ist noch mehr drin. Komm los, hol alles raus. Hol alles raus, Baby. Na, ich hole jetzt nicht alles raus. Doch. Da muss man nicht mehr rütteln. Kannst ein Nest bauen. Schon vom Feinsten. Ja. Da ist Kaffee. Ja. Super. Jetzt gibt's Kaffee. Wir sind bereit. Kommt, ihr Bärchen. Die Nebelkrähen warten auch auf ihren Anteil. Ein Specht lässt sich blicken. Nicht zu fassen, da ist einer. Ich habe ihn direkt vor der Linse. Gegen 18 Uhr kommt tatsächlich der erste Braunbär. Wie cool ist das denn? Das ist Skinny. Er hat den Köder entdeckt und futtert ihn. Auffällig ist, dass er immer wieder den Kopf hochhebt. Er wirkt angespannt, auf der Hut. Vor wem? Manchmal stellt er sich sogar kurz auf die Hinterfüße. Oh, ist der schön. Das Futter ist unter Holzplatten versteckt. Er legt sich zum Fressen sogar hin, ist aber immer noch aufmerksam.
Skinny verweilt nur kurz an jeder Stelle. Jetzt trollt sich Skinny wohl zu den anderen Ködern. Die Nebelkrähen folgen ihm. Irgendwas hat ihn wohl beunruhigt. Annette hat hier einen guten Blick auf das Geschehen. Die Nebelkrähen sind dem Bär zu lästig. Er flieht. Diese Krähe ist wohl als Spion dageblieben. Und tatsächlich, bald erscheint ein anderer Bär. Das ist Blondie. Sie ist deutlich rundlicher als der Schwarze, den man hier Skinny nennt. Auch Blondie wirkt angespannt. Sie sondiert die Lage, bevor sie an das Futter geht. Braunbären sind meist Einzelgänger. Es geht jetzt Mitte August darum, sich für den nahenden, langen Winter genug Reserven anzufuttern. Da können Nahrungskonkurrenten durchaus aggressiv sein. Außerdem werden Bären auch von Menschen gejagt. Die gemeinste Art ist wohl, sie während ihres Winterschlafs aufzustöbern und zu erschießen. Kein Wunder also, wenn Bären trotz ihrer Kraft so vorsichtig sind. Blondie hat anscheinend genug und zieht weiter. Um 21 Uhr werden wir vom Guide abgeholt. Wir sind so happy, dass wir diese Spitzenprädatoren in der Natur beobachten konnten. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Heute geht's nochmal zu den Bären. Diesmal in den Einzelschelter. Ich alleine. Ob ich da was sehe oder nicht, das werdet ihr gleich erfahren. Auf jeden Fall spannend. Ich bin schon etwas aufgeregt. Unser Guide führt uns durchs Bärenterritorium zu unseren Fotoverstecken. Da sind schon die ersten Verstecke. Und er legt schon mal Fleischköder aus. Einige aus unserer Gruppe sind nicht zum ersten Mal hier. Alle sind still.
denn wir wollen die Bären nicht verscheuchen. Ich habe die Nummer 19. Hier ist die 17 und 18. Thanks. Irgendwie. Ich nähere mich meinem Versteck. Jetzt wird es spannend. Was erwartet mich? Werde ich überhaupt einen Bären zu Gesicht bekommen? Da ist die Nummer 19. In dieser Aussicht. Alter, krass, ich gehe da jetzt rein. Scheiße, ich passe doch gar nicht rein mit meinem ganzen Gerödel. Ich muss mein Gepäck einzeln durch die enge Tür stellen. Alter Verwalter, ist das eng. Gerade mal etwas über 40 cm breit. Da soll wohl kein Bär reinpassen können. Jetzt verschwinde ich mal. Das geht nicht ganz zu. Die verzogene Tür nach oben zu stemmen, ist nicht einfach. Jetzt. Okay, dann machen wir eine kleine Roomtour hier. Hier kommen die Objektive durch. Das heißt, man hört mich ganz gut durch das Ganze. Das ist bloß der Stoff. Zwei Sitze, zwei Betten mit Schlafsack. Hier ist mein Proviant. Das ist meine Videokamera und meine Fotoausrüstung. Zwei Stühle, wie gesagt. Eine Trockentrenntoilette und ein Mülleimer. Und die Tür hoffentlich sicher. Und Klopapier. Da stecke ich meine erste Kamera durch. Und dann mache ich das zu hier. So. Da liegt die schon mal bereit. Da stecke ich die zweite. Ich habe jetzt meine Schuhe ausgezogen, damit das Gehen auf diesem Boden nicht so viel Krach macht. Die Sonne hat die Hütte aufgeheizt. Das ist verdammt heiß hier drinnen. Ich scanne die Landschaft durch das schmale Sichtfenster. So sieht das von außen aus. Es tut sich was. Die Nebelkrähen versammeln sich. Also doch, ein heller Bär taucht lautlos rechts auf. Zielstrebig geht er auf das ausgelegte Futter zu. Checkt die Lage. Das Futter liegt unter einer Holzplatte, sonst hätten es die Krähen schon lange. Ich glaube, das ist Blondie. Sie haben wir auch schon gestern gesehen. Nachdem sie weggeht, machen sich die Nebelkrähen darüber her. Hier bleibt sie stehen und schnüffelt wieder. Aha, da ist auch Futter versteckt. Es ist wohl All You Can Eat für die Bären. Die Krähen sind auch zur Stelle. Da scheint wohl auch Futter ausgelegt worden zu sein. Wie cool. Direkt vor meinem Versteck. Doch dann verschwindet Blondie plötzlich wieder im Wald. Das fängt ja schon mal gut an.
Jetzt passiert gerade nichts. Der eine Bär ist gerade abgehauen. Und jetzt ist hier wie tote Hose. Dann esse ich mal was. Es ist gerade 19 Uhr. Das Licht ist wunderschön. Es ist so ein schönes Klingellicht. Und ich nutze den Bärenmarkt, um die Nebelkrähen zu filmen. Aber ich bin bullisch, dass bald wieder ein Bär vorbeikommt. Ich muss hier die ganze Zeit auf halb acht sein, weil die Sicht ist sehr beschränkt durch dieses schmale Fensterchen. Und ein Bär könnte jederzeit auftauchen. Die hört man ja fast gar nicht. Die besten Anzeichen sind diese komischen Krähenvögel. Wenn die sich versammeln, dann könnte es sein, dass ein Bär kommt. Weil die dann wissen, oh, da kommt ein Bär, der wird das Ganze abdecken, das Futter. Und sie können dann auch ran. Das ist Naturdoku, aber live. Während ich einem Freund, Servus Max, gerade über das Smartphone, über das Abenteuer hier texte, bemerke ich nicht die Ankunft von diesem Bär. Auf einmal sehe ich dieses Fellknäuel am Seeufer. Dort ist wohl auch Futter ausgelegt. Ich mache ein Foto. Blondie hört anscheinend das Geräusch und geht wohl lieber. Eine spiegellose Kamera wäre hier sicherlich von Vorteil. Ich mag die Spiegelungen auf der Wasseroberfläche. Im Ernstfall sollte man immer eine Alternative haben. Guter Plan. Hier ist wohl nichts mehr zu holen. Die Linsen meines Nachbarn schauen aus dem Versteck raus. Hoffentlich kommen bald auch Bären direkt vor sein Versteck. Ich traue meinen Augen kaum. Jetzt ist ein schwarzer Bär am Seeufer. Heute ist ja richtig was los hier.
Anscheinend hat Blondie dort genug übrig gelassen. Das scheint Skinny zu sein. Ihn haben wir auch schon gestern am Beobachtungshaus gesehen. Wiedersehen macht Freude. Er hält inne. Plötzlich läuft er weg. Was war dann jetzt los? Ah, Hitchcock hat wieder seine Vögel losgelassen. Wenn Bären eine Phobie hätten, welche wäre das wohl? Die Vögel übernehmen die Stelle. Eine Zeit lang ist wieder nichts los. Es wird langsam dunkel. Doch dann taucht Blondie wieder auf. Diesmal am linken Ufer. Sie wirkt nervös und dreht wieder ab. Sie schaut immer wieder in die Richtung meines Nachbarn. Da ist bestimmt was los. Dann geht sie weiter und trinkt aus dem See. Ich warte, bis sie von links schön ins Bild läuft, aber sie kommt nicht. Sie ist wieder stehen geblieben und wartet auf irgendetwas. Ich will es jetzt wissen und schwenke nach links. Oha, da ist Skinny und futtert genüsslich. Und Blondie traut sich da nicht hin. Hier haben wir also einen Fall von Nahrungskonkurrenz zwischen Bären. Obwohl mir der direkte Vergleich fehlt, schätze ich, dass Skinny entweder größer, aggressiver oder stärker ist als Blondie. Sie ist sich nicht sicher, was sie machen will. Hunger versus Angst. Wer siegt? Kratzen als Übersprungshandlung. Fein. Verhaltensbiologie, wie aus dem Lehrbuch. Sie setzt sich jetzt in Bewegung. Blondie nähert sich Skinny. Während Skinny seine Mahlzeit genießt, kommt Blondie von hinten. Wird sie Skinny verscheuchen? Skinny bleibt cool. Und Blondie geht wieder. The winner takes it all. Dennoch bleibt Skinny auf der Hut. Ein anderer. Stärkerer Bär könnte auch kommen, man weiß ja nie.
Jetzt hat Skinny wohl genug. Und siehe da, Blondie taucht nochmal an der Stelle auf, an der vorhin Skinny gefressen hat. Es ist recht dunkel und ich habe die Lichtempfindlichkeit meiner Kamera deutlich heraufgesetzt. Offensichtlich hat Skinny nicht allzu viel übrig gelassen. Blondie kommt direkt auf mein Shelter zu. Ich hoffe, sie weiß nicht, dass hier ein lecker Fleischhappen sitzt. Sie schnüffelt. Und passiert in etwa 6 Metern Entfernung die freie Fläche vor mir. Krönender Abschluss. Danke, Blondie. Okay, Leute, es ist jetzt 22.30 Uhr. Es ist jetzt viel zu dunkel zum Filmen. Und ich habe jetzt alle Luken auch schon dicht gemacht. Auch die Lichtluken, die Fenster zugeklebt mit meinen Klamotten. Es gibt keine Vorhänge hier. Mein Schlafsack war schon drin. Das ist etwas kürzer als ich bin. Aber ich passe gerade da noch rein. Und ich mache es mir da jetzt so mehr oder weniger bequem. Ich habe den Wecker auf 5 Uhr früh gestellt und hoffe, dass ich in der Morgendämmerung noch ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Das ist total das komische Gefühl, hier jetzt zu sein. Ganz alleine, wenn man weiß, dass hier noch Bären um einen rumstreifen. Diese Stofftücher hier, da ist keine Wand davor, wo meine Kamera durchgeguckt hat. Das heißt, rein theoretisch könnten sie da durchgreifen und das zerreißen. Machen sie aber nicht anscheinend. Wie funzelt hier aus? Schauen wir mal. Ist ein bisschen kurz das ganze System hier. Aber naja, für eine Nacht wird es auf jeden Fall reichen. Hoffe ich. Ja dann, gute Nacht. Was war das denn? Da hat doch irgendetwas an meinem Shelter hier gekratzt. Scheiße. Schon wieder. Nee, Quatsch. Ich hab euch noch verabellt. Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist 5.20 Uhr durch. Ich bin früh aufgewacht, damit ich eventuell noch Bären am frühen Morgen filmen oder fotografieren kann. Die Stimmung hier draußen ist hier phänomenal gerade.
Über dem See ist Nebel. Das Licht ist wunderschön. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben unsere Meinung zu solchen Beobachtungen von angefütterten Bären geändert. Früher dachten wir, das wäre irgendwie fake und den Bären nicht gerecht. Doch seitdem wir wissen, unter welchem Druck Bären durch uns Menschen in Europa stehen, sehen wir das anders. Die Lebensräume werden zerstört. Die Bären werden teilweise nur zum Spaß brutal gejagt. Hier kommen sie leichter ans Futter und in der Gegend werden sie nicht gejagt. Das ist auf Territorien anderer Bärwatching-Betreiber nicht der Fall. Denn jetzt ist Bärenjagdsaison. Wir finden, das ist eine dreifache Win-Win-Situation. Erstens für die Bären, zweitens für die Betreiber, die mit ihrer Leidenschaft auch Geld verdienen können, und drittens für die Besucher, die hier ihre Leidenschaft ausleben können. So wie es aussieht, ist mein Nachbar immer noch nicht wach. Es ist schon fast 6 Uhr. Der morgendliche Nebel hat sich weitestgehend aufgelöst. Die Sonne ist schon aufgegangen. Immer noch kein Bär. Schade. Okay, meine Lieben. Ich kann jetzt ganz normal widersprechen. Es ist jetzt gerade mal schon 20 vor 8. Das heißt, um 8 Uhr darf ich hier raus. Ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken und zu sehen, dass ich dann pünktlich um 8 Uhr hier rauskomme. Ich habe leider am frühen Morgen jetzt keinen einzigen Bären gesehen. Das ist schade. Die Stimmung war aber wunderschön trotzdem. Die Krähen haben rumgeschrien. Der Nebel hat sich wegbewegt. Jetzt ist der Seespiegel glatt, wie ihr seht. Hier ist ziemlich kalt. Was sagt meine Uhr? Es sind 13,9 Grad hier am Boden. Ja, und ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken, so langsam. Als erstes mein EDC. Als zweites mein großes Messer dran machen. Letztes Stück Schokolade. Frühstück. Super. Diese zwei Stühle stören hier ein bisschen. Jetzt mache ich absichtlich auch ein bisschen Krach. Falls ein Bär hier in der Nähe sein sollte, dann wäre es nicht schlecht, wenn er sich jetzt in den rückwärtigen Raum begeben würde. Die Sichtschutzblenden habe ich jetzt wieder so zugeschnürt, wie sie am Anfang waren. Okay. Okay, dann nur noch das Bett aufräumen so ein bisschen und dann geht's hier raus. Okay, es ist 8 Uhr. Ich komme hier raus, Bär. Erstmal die Gegend checken. Nicht, dass hier doch so einer rumhockt. Boah, ist das hier eng. Okay, hier ist keiner. Hier um die Ecke auch keiner. Und so sieht mein Hide von vorne aus. Da war meine Videokamera durchgesteckt. Da war mein Fotoapparat. Und da mein Tonaufnahmegerät. Hier hätte ich auch, was durchstecken können, sodass ich vom Boden aus filme. Aber hat sich nicht ergeben. Und da oben ist das Beobachtungshaus, in dem ich gestern mit Annette drin war. Witzigerweise hat Annette von dort aus gesehen, genau dieses Shelter mit der Nummer 19. Hammergeil. Okay, jetzt sehe ich zu, dass ich das Zeug hier rauskriege durch die enge Öffnung. Hier ist Wildlife am Start. Ein letzter Check. Okay, passt. Na dann, jetzt geht's zum Van.
Und los geht's. Das war eine Hammererfahrung. Also ich muss schon sagen, jeder, der sich so für Großwild interessiert und für Naturfotografie davon oder Filmen meinetwegen, dem kann ich das echt empfehlen. Es ist zwar relativ teuer, aber das ist so eine geile, einmalige Erfahrung, wenn man einem Bär in der Natur, in einem sicheren Abstand, in einem sicheren Versteck auf 6, 7, 8 Meter begegnen kann. Das ist der helle Wahnsinn. Und das ist auch irgendwie so ein geiles Gefühl. Man ist in diesem kleinen Minischalterchen und man weiß, dass nachts hier eventuell Bären um diese Schalter herumstapfen. Und das Einzige, was einen davon trennt, ist so eine dünne Holzwand und so komische wackelige Türen. Das ist schon ein bisschen krass, aber naja, okay, das ist gewöhnungsbedürftig letztendlich. War ja nichts. Aber ich habe in der Nacht mehrfach, dann gehen die Spechte wieder hier volle Kanne ab. Oder? Auf jeden Fall habe ich mehrmals in der Nacht irgendwelche komischen Geräusche um das Shelter gehört. Manchmal hat auch mein Magen einfach gegrummelt und ich konnte das nicht auseinanderhalten. War das jetzt Magengrummeln oder ein Brummeln von einem bösen, bösen Bär? Hammergeil. Hammergeil. Und vor allem habe ich saucoole Aufnahmen, glaube ich, mit der Videokamera hingekriegt. Hier ist das andere Shelter von einem anderen, der hier war. Mein Nachbar. Den habe ich gestern noch von drüben gesehen, wie er seine Teleobjektive durchgesteckt hat. Und hier war gestern der Schwarze und Blondie auch. Boah, geil. Okay, jetzt geht's heim. Der große Bärenforscher ist dem blauen Wahnsinn wieder nahe. Das war so geil. Zurück. Ja. Komm, die Vereinigung, Baby. Ich habe eine Kameratasche im Bauch. Ja, das ist besser als. Ja, Märchen. Ja, du Kleine. Du machst auch. Du bist ja auch wieder. Ja. Zweimal ist sie mir gestern abgehauen. Zweimal. Und ist zur Rezeption und hat da auf dich gewartet, weil du da rein bist. Ja, so ein Märchen. Zum Glück ist sie nicht im Trail im Wald nach. Ja. Jetzt ist es soweit. Ich habe gerade zu Annette gesagt, man müsste hier in diesen Matschspuren noch eine Bärenprankenspur irgendwie finden. Und dann gucke ich nach rechts und ratet mal, was man Annette gerade fotografiert hat. Da. Einmal. Ja, ja. Zweimal. Dreimal. Und da noch ein bisschen undeutlicher. Das ist meine Hand. Zum Vergleich. Geiler Shit, oder? Hier mein Füßchen. Das müsste die Vorderpfote sein. Ich habe Schuhgröße 44, 45, je nach Mappe. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall im Bärenterritorium. Da sind noch mehr Spuren. Das dürfte ein Hund sein, oder? Ziemlich groß. Oder ein Wolf. Ziemlich große Spuren mit Krallen vorne dran. Ich sehe, da hinten ist ein Versteck, entweder von den Grenzern oder aber für die Fotografen, Filmern. Okay, wir drehen jetzt wieder ab. Das war hier eigentlich nur Gassi gehen mit Mara. Übrigens, diese Spuren, die wir hier an dieser Straße gerade gesehen haben, das war da 300, 400 Meter hinter uns. Und hier, da hinter dem Gebäude, steht der blaue Wahnsinn. Das heißt, Luftlinie zu der Spur sind vielleicht 400, 500 Meter oder so. Bedeutet, dass die Bären rein theoretisch auch hier rumeiern können nachts. Na guck mal, da ist auf jeden Fall eine fette Spur schon mal von irgendjemand. Normalerweise würde ich sagen Rentier. Normalerweise. Normalerweise, aber nicht. Ja, auch die Hundespuren. Das wären Wolfsspuren gewesen sein, denke ich. Okay.
weil es ist hier kein Hund, der rumläuft. Die wollen hier keinen freilaufenden Hund haben. Ja. Aber das könnte ja sein, dass es ein Hund ist von diesen Grenzschützern, Grenzpatrouille, was auch immer. Das kann, die sind nur Auto gefahren. Ja, wer weiß. Beobachtet. Und hier wurden die ganzen Fleischköder vorbereitet. Warum hat er die Tür aufgelassen? Ja, weil er gleich wiederkommt. Das sind nämlich auch die Gefriertruhen. Das sind die ganzen Gefriertruhen. Das war eine ganze Menge. Und da ist der blaue Wahnsinn. Wir hoffen, dass Skinny, Blondie und die anderen Bären hier noch lange einen lebenswerten Raum haben werden. Für uns war das auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Mit Braunbären in der finnischen Taiga. Ciao! Ciao.